Auf der ISS haben wir eine englische Zeitzone. Das liegt daran, dass der nullte Längengrad genau durch England geht. Und das bedeutet eine Stunde Zeitverschiebung zu Deutschland. Das ist für uns hier gar nicht mal so viel Unterschied. Viel extremer ist es für die amerikanischen Kollegen oder für die japanischen Kollegen. Dort haben wir wirklich dann bis zu 7, 8 Stunden Zeitunterschied.